Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die alten Hasen unter uns erleben gerade jetzt den Neuaufguss des Freien Wählerantrags auf Drucksache 18/5322, hier bereits am 19. Februar 2020 von mir ausführlich besprochen. Die Anträge damals wie heute umfassen wichtige Themenfelder, die die Zukunft des Sparens und des Geldverkehrs bestimmen. Was aus den bisherigen Beiträgen noch nicht so aufgescheint ist, ist natürlich die Tatsache, dass Einlagensicherung und Eigenkapitalausstattung der Banken zwei Seiten derselben Medaille sind. Wichtig ist die Forderung, die Drei-Säulen-Struktur unserer deutschen Bankenlandschaft zu bewahren und so die säulenbezogene Gestaltung unserer nationalen Einlagensicherung zum Wohle der bayerischen Sparer auch beizubehalten. Es ist wieder einmal der übergriffige Apparat der EU, der im April die Weichen, geht übrigens schon seit 1998, ist jetzt nichts ganz Neues, hin zu einer Vergemeinschaftung der Einlagensicherungssysteme gestellt hat. Aber wir brauchen keine Verschränkung der hier über Jahrzehnte bewährten Haftungssysteme zugunsten torkelnder Banken der Rotweinstaaten. Wir brauchen auch keine internationalen Großbanken, die mit der Rückendeckung deutscher Einlagensicherung noch weiter und noch intensiver ins Risiko gehen. Was wir brauchen, sind solide Sparkassen und Volksbanken, die mit der bewährten Instituts- und Einlagensicherungssystem unserer bayerischen Sparer einen sicheren Hafen bieten. Dafür, für diesen sicheren Hafen, für den kämpfen wir. An bewährte Systeme die Axt anzulegen, ist das ganz typische Agieren der EU auf dem Weg zur Gleichschaltung der Mitgliedstaaten. Gestern stand Deutsche Mark auf dem zu fällenden Stamm. Heute heißt er Sicherheit unserer Spareinlagen. Und morgen, für morgen ist die Existenz des Bargeldes bereits zum Fällen markiert. Der Auftrag von uns Volkspolitikern ist es, Widerstand gegen den Brüsseler Unitarismus zu leisten, unserem Deutschland ein gedeihliches Leben in einem Bund befreundeter, aber eben souveräner Nationalstaaten zu sichern. Das ist das Ziel. Ihr Antrag, liebe Kollegen von den Freien Wählern und von der CSU, ist ein erster und ein richtiger Schritt dahin. Dem Antrag, dem stimmen wir zu. Der Nachzieher der SPD teilt die Kritik von Freien Wählern, CSU und AfD hinsichtlich der Notwendigkeit, die bewährte deutsche Sicherungssystematik zu schützen. Das ist zumindest löblich. Allerdings führen die irrlichternen Einlassungen im weiteren Verlauf der SPD zum digitalen Euro ins Nirgendwo. Deswegen lehnen wir den Nachzieher der SPD selbstverständlich ab. Dankeschön.